Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Football Manager 2015 von Sports Interactive. Heute hier im Wochenend-LP und zwar befinden wir uns jetzt hier bei Cardiff City. Wer es noch nicht gesehen hat im letzten Part, der möge bitte reinschauen. Wir sind jetzt hier bei einer neuen Aufgabe und zwar sind wir jetzt Trainer hier bei Cardiff City in der Championship, in der Sky Bet Championship, in der zweithöchsten Klasse Englands. Sind dort aktuell auf dem 11. Platz mit 50 Punkten nach 34 Spieltagen. Haben jetzt noch ganze 12 vor der Brust, 36 Punkte zu holen. 5 Punkte beträgt der Rückstand auf Watford, dem ersten Platz der Relegation. Von daher haben wir durchweg noch alle Möglichkeiten, sehen Bournemouth wie in der Realität hier Tabellenführer vor Wigan, Reading und Fulham. Sheffield Wednesday auf der 5, Watford auf Platz 6, Leeds United auf der 7, dann Middlesbrough, Blackburn, Huddersfield Town und dann kommen wir. Und wir haben nach unten schon einiges an Vorsprung. 33 Punkte hat der erste Abstiegsplatz mit dem Bolton Wanderers, auch ehemaliger Premier League-Ligist. Also was hier alles in der Liga ist, was mal in der Premier League war, einfach unglaublich. 33, das heißt 17 Punkte Vorsprung. Und dann würde ich doch mal sagen, gehen wir hier gleich rein in die Partie gegen den Tabellenletzten aus Rotherham. Dürfte für uns eigentlich eine machbare Aufgabe sein, deswegen gucken wir mal rein in den Kader, der wirklich klasse gespielt hat in der letzten Partie. Normalerweise würde ich da nichts ändern, nach dem Motto Never Changing a Winning Team. Und ich würde es auch so lassen. Auf Manga müssen wir noch warten, der leider verletzt ist. 2 bis 3 Monate, ist natürlich sehr bitter, für ihn ist die Saison praktisch gelaufen. Ben Turner kommt bald zurück, ist doch ein Torwart, glaub, oder? Ne, ein Verteidiger. Und dann haben wir Ken Ryan Jones, den kennt man auch noch, der war früher wirklich gut aktiv. Und dann sollte ich noch einem Abonnentenwunsch nachgehen, werden wir doch mal machen, Messi. Und dann zum anderen noch Ronaldo gucken, bezüglich der Marktwerte. Also, mein lieber Freund, wir sehen hier 35,9 Millionen verdient hier Messi im Spiel und 64 Millionen sein Marktwert. Und dann gucken wir mal auf Cristiano Ronaldo. Gucken wir auch mal drauf. Doch nicht so. Gehen wir auf den Profi drauf, sehen hier verdient 35,2 Millionen. Und hat einen Marktwert von 50 Millionen, also ist es nicht so wie in der Realität. Gucken wir mal auf die Vertragsinfos, dort sieht man das Ganze. Bei Kaufklausel hat er hier nach wie vor diese 1 Milliarde drin, also so wie in der Realität. Von daher können wir da auch eigentlich jetzt weitergehen. Nämlich zu unserer Mannschaft, weil die hat mir wirklich sehr gut gefallen im ersten Spiel. Wer es nicht gesehen hat, muss es sich nochmal anschauen. 6:3 ging die Partie aus. War einfach nur überragend, was unsere Mannschaft da geleistet hat. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in die Partie gegen Rotherham, auswärts in Rotherham. Sehen hier Lens gegen Lorient und hier die Partien des 35. Spieltags. Championship-Vorschau für Dienstagabend. Davis besteigt den heißen Stuhl bei Brentford, der frühere Trainer von Crew Alexandra. Und Tüttingen hat sich hier verletzt, ist natürlich auch nicht gut, aber gute Besserung an den Spieler vom VfL Osnabrück, war ein Ex-Spieler von Rostock. Hier sehen wir die 11 4-1-4-1, wie es aussieht. Und Lee Mason, der Referee, 39 Spiele in der Saison bisher geleitet, 3 rote, 92 gelbe Karten. So, und dann können wir doch praktisch reingehen in die Partie. Wie gesagt, wir müssen nichts ändern. Angreifen ist die gute Mentalität. Sollte man halt bei Führung gucken, dass wir das wieder ein bisschen defensiver einstellen. Das war nämlich mein Verhängnis in der letzten Folge, wie wir ja sehen konnten. Haben 3:1 geführt, dann einen Sudden Death bekommen mit 2 Gegentoren, dann stand es 3:3 und meine Mannschaft hat so einen Zielfinish hingelegt, dass wir die Partie dann noch gewonnen haben.
mit 6:3. Es war einfach ein Sieg der Moral, könnte man sagen. Müssen wir heute einfach hier besser machen. Aber ich denke mal, wir haben da eigentlich schon eine gute Möglichkeit. So, Rotherham United kämpft derzeit darum, den Abstieg abzuwenden. Und wir können einige Teams überholen und damit auf den 8. Platz theoretisch steigen. Was natürlich sehr gut wäre. Aber da müssen wir auf jeden Fall jetzt hier beim Tabellenletzten bestehen. Wird nicht einfach. Aber wir werden unser Bestes geben. Lassen hier nochmal den Taktikfuchs draufgehen. Das war in der letzten Folge wirklich hilfreich. Und dann werden wir es so machen. Sagen Sie der Mannschaft, dass wir von Ihnen erwartet, dass Sie dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben. So, raus mit euch und zeigt den Fans, dass deren Eintritt Geld wert ist. So, hab Vertrauen in euch. Habe Vertrauen in euch. Habe Vertrauen in dich, mein Sturm. Und dann gehen wir rein in die Partie hier gegen Rotherham und damit viel Spaß. Sagen unseren Jungs von Anfang an Konzentration, weil die wird hier sehr wichtig sein beim Tabellenschlusslicht. Und wir mit dem ersten Freistoß Pikinten, knapp übers Tor. So, Dormian, der Torschütze zum 1:0 in der Vergangenheit, sehen wir Hamill mit dem Freistoß. Buh! Lattenknaller, das war eng jetzt gerade, es war knapp. Aber wir haben den direkten Konter. Pilkington auf Reynolds, Reynolds auf Macheda. Macheda wird umgesetzt von Paul Robinson und es gibt den Freistoß in der 5. Minute wieder durch Pilkington. Der war dieses Mal auch nicht schlecht, aber gut gehalten hier von Colin. Also gute Anfangsphase. Jetzt haben wir den Freistoß. Pariert Macheda und Glanzparade Colin. Der Ball ist noch im Spielfeld und wird jetzt erstmal ins Aus geklärt. Nächster Freistoß. Der war jetzt von Gut und Böse. Wittra 3:0 gegen Fulham. Meine Güte. Reading 1:0 in Front. Mason auf Macheda. Macheda auf Non, der in der letzten Partie ein 10-wertes Tor gemacht hat zum 4:3. War der Beginn der Klassenaufholjagd von uns. Pickhinde mit der Ecke, kriegt den Ball wieder zurück oder auch nicht zurück. Gibt einen Wurf. Für Gunnarsson beim letzten Mal hat es jeweils immer zu Toren geführt. Wie sieht es diesmal aus? Am Dorian Hook. Ganz knapp war es wieder ähnlich. Fabio mit dem Einwurf. Auf Rails fällt Brackington. Auf Hamill. Gunnarsson dazwischen. Robinson. Oh, Konterzug. Sermon. Versemmelt zum Glück die Möglichkeit hier ins Aus. Und Pilkington mit der Möglichkeit. Colin mit der Parade. Pilkington kriegt den Ball im zweiten Versuch. Auf Morrison, Morrison auf Gunnarsson, Gunnarsson auf Rails, auf Pilkington, auf Mason, Maione, Pilkington, auf Rails und Colin hat den Ball. Also bis dato sieht es wirklich gut aus. Wir haben durchaus Chancen, aber nutzen die halt nicht. Ward zu weit vorgelegt. Der Gegenzug hier für den Tabellenletzten aus Rotherham. Hamill. Immer noch Hamill mit der Flanke und Sermon übers Tor. Also der Tabellenletzte sollte hier seine Möglichkeiten schon nutzen und nicht schon wieder. Sermon, Marshall mit der Parade. Aber von wirklich gut und böse hier. Sermon im Abseits. Smallwood auf Ward. Ward auf Reckington, Hamill. Und gut gehalten von David Marshall. Gibt die Ecke. Für Rotherham. Ward übers Tor. Pilkington hat einen Schlag abgekriegt. Ist gar nicht gut. Wir gehen mal rein. Sagen hier, dass unsere Mannschaft Leidenschaft zeigen soll.
Weil vielleicht klappt ja mit ein bisschen Leidenschaft hier die Möglichkeiten für uns. Richardson mit dem Einwurf auf Salmon. Salmon wieder zurück auf Richardson. Richardson auf Reckington. Smallwood auf Salmon. Salmon auf Ward. Ward nach außen auf Sattler. Marshall mit der Parade. Kommt zu Smallwood, Hamill. Und wir können klären. Pilkington muss ich wohl rausnehmen zur Pause. Sattler. So, und Amarson auf Colin. Salmon. Und Mayon dazwischen, Mason auf Pilkington. Wer sucht es nochmal auf Macheda? Macheda. Pilkington und Colin hat ihn. Ecke. Aufgetreten von Pilkington. Auf Macheda. Und keiner steht da. Das ist natürlich sehr fatal jetzt. Aber Fabio klärt da gegen Hamel. Malone auf Pilkington. Auf Mason. Mason auf Macheda. Macheda auf Non. Oh, da hätte jetzt jemand von uns sein müssen. Aber leider war das nicht der Fall. So, jetzt haben wir eine Standardmöglichkeit. Gunnarsson, der den Ball jetzt nochmal bekommt. Mason. Auf Nun. Nun auf Macheda. Abgeblockt oder ging so daneben. Und dann sind wir hier in der Halbzeitpause. Wir sind eigentlich, glaube ich, von den Möglichkeiten her ganz gut unterwegs. Gucken wir es uns mal in den Statistiken mal hier an. Wir haben ein deutliches Plus an Chancen, an Möglichkeiten, an Ballbesitz, an allem. Nur was fehlt, ist ein Tor. Aber das kriegen wir, glaube ich, auch noch hin. Es ist halt nur die Frage, wann. Wann wir das hinkriegen. Das war eine gute erste Halbzeit. Jetzt müssen wir nach dem Wiederanpfiff so weitermachen. Nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal so mit. Ihr habt hier einfach Pech gehabt, gute Leistung bislang. So, und ich werde diesen Pickington doch jetzt mal rausnehmen. Ist leicht verletzt, da wird dann jetzt dann für die Seite mal gucken, haben wir da überhaupt irgendeinen dabei, der das könnte? Hier, Connor McElhaney, die Leihgabe von Everton. Weil Majuka ist, glaube ich, für außen nicht so der geeignete Mann, obwohl nach innen ziehen, da ist kann er. Wie sieht's denn mit Macheda aus? Könnte der das? Es ist rot markiert, also er könnte es auf jeden Fall nicht. Von daher müssen wir da jetzt schon gucken, dass dann der McElhaney die Position hier übernimmt. Und dann gehen wir rein in die zweiten 45 Minuten hier in der Partie. Haben hier die erste Möglichkeit gehabt. Sagen unseren Jungs nochmal Konzentration. Weil Rotherham ist im direkten Gegenzug. Salmon auf Smallwood. Smallwood auf Reckenden Salmon. Oh, Gott sei Dank hier. So gerade noch geklärt. Brentford mit dem 1 zu 0. Colin mit dem Ball nach vorne. Rawls dazwischen. McElhaney. Der reinkam für Pickington auf Mason. Mason nach außen auf Mayone. Mit der Flanke nach innen. Non. 1-0. Gole Cardiff. 1-0. Craig Non. Und Malone als Vorlagengeber. Sehen Sie nochmal in der Wiederholung. Mason nach außen auf Malone. Er nach innen, Non stand da perfekt verwandelt zum 1 zu 0. Richtige Antwort hier, Malone mit dem Freistoß. Der macht es wirklich gut. Und jetzt haben wir die Ecke, Malone. Salmon rettet, Mason auf Malone, Malone wieder auf Mason, Mason. Mawson 2-0. Drittes Saisontor jetzt für Morrison, das zweite in Folge.
So, gucken wir es uns wieder in der Wiederholung an. Malone auf Mason. Mason mit der Flanke auf Morrison. Kopfball, und dann ist er drin. Keine Chance da für den Tabellenletzten. So, nächste Möglichkeit. Über Fabio, non, Mason. Zurückgelegt auf Rawls. Malone auf Rawls, auf McElhaney. Rawls wieder auf McElhaney. Dessen Einsatz sich bis dato gelohnt hat. Macheda übers Tor. Das war auch Machedas letzte Aktion jetzt. Er wird rausgehen. Für ihn kommt in die Partie der gute Mayuka, der mir wirklich klasse gefällt. Vertrautheit mittlerweile passabel von unserem System. Und dann werden wir jetzt wechseln. Mayuka für Macheda. Craig Morgan für Kari Arnason. Jack Hunt kommt rein. Und wir haben die nächste Chance. Malone per Freistoß. Aber gibt einen Abstoß. War leider nix. McElhaney auf Rackington. Er auf Morgan. Hamill. Hamill, der den Ball immer noch hat. Auf Green. Green auf Rackington. Er auf Ward. Marshall mit der 1A-Parade. Non hat den Ball da hinten. Schießt ihn jetzt erstmal nach vorne, aber abseits. Von Bowery. Der hier am Ball ist. Bowery auf Ward. Ward auf Sattler. Oh, genialer Pass auf Hamill. Wenn der reingegangen wäre, wäre das ein absolutes Traumtor geworden. Und Smallwood mit dem Freistoß auf Green. Gunnarsson klärt, Rawls auf Mason. Mason auf Amon Darian. Non, Fabio. Och Mann, bleibt hängen. Bowery. Auf Sattler. Sattler nach außen auf Ward. Ward nach innen. Und Hamill mit dem 1:2 Anschluss für Rotherham. Rotherham United ist noch am Leben. Und ich am Verzweifeln hier. Das darf doch nicht wieder sein hier. Bowery. Kommt schon, wirft euch dazwischen. Oh nein! Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Das darf doch nicht wahr sein. Warum wiederholen sich die Geschichten hier? Das ist doch nicht wahr hier beim Tabellenletzten. Oh Mann, es darf doch nicht wahr sein. Das darf echt nicht wahr sein. Jetzt hat Hamill hier auch noch den Freistoß. So, Dorian, Bowery nach vorne, Fabio auf Whittingham, auf den eingewechselten Mittelfeldakteur Elaney, wieder Whittingham, Elaney und über das Tor. Also irgendwie ist das hier ein echtes Debakel. Beim Tabellenletzten hier noch zwei Tore zu fangen. Malone auf McElhaney, auf Mayuka. Komm schon, Mayuka, komm schon. Mach das, wozu ich dich eingewechselt habe. Ah, erstmal abgeblockt. 3 Minuten Nachspielzeit, Gunnarsson. Versucht den Mega-Einwurf. Fabio Zigic, der 2-Meter-Riese mit dem 1:0 für Birmingham. Malone auf McElhaney, abgefälscht, gibt die Ecke. Ich hoffe, die können die Jungs reinmachen. Dann komplette Defensive. Fabio nochmal und Colin hat ihn.
Und es endet wohl tatsächlich 2-2 unentschieden. Es ist doch bezeichnend. Es ist doch bezeichnend, ganz ehrlich. Da führen wir 2-0, sind auf dem besten Weg. Seien Sie nach diesem harten Ergebnis nicht so streng zur Mannschaft. Ich bin normalerweise am Ausrasten. Weil das kann eigentlich erst sein. Das kann nicht sein, wir sind wieder Elfter, 51 Punkte. Wir hätten auf Platz 9 sein können. Haben hier deutlich mehr gehabt. Aber wir haben hier wenigstens dem Tabellenletzten hier doch noch einen Punkt geschenkt. Oh Mann, das darf doch einfach nicht wahr sein. Müssen wir gegen Charlton Athletic nun besser machen. Aber das ist einfach ein Desaster. Birmingham gewinnt in der 91. Bolton 1-1 gegen Reading, 5-1 Bournemouth gegen Wolverhampton, Brentford 1-0 gegen Huddersfield Town, Brighton der Hove Albion 2-0 gegen Derby County, Charlton 1-0 gegen Nottingham Forest, Leeds mit dem 1-1, Middlesbrough 2-1 gegen Millwall, Norwich mit dem 2-0. Das wir hätten eigentlich auch schaffen können, wenn wir nicht durch Adam Hamill hier diese 2 Tore kassiert hätten. Und Watford 4-1 gegen Fulham. 2 Gegentore nach Führung, Cardiff City nur Remis. Spieler des Spiels Adam Hamill, das kann ich unterschreiben. Also das war wirklich ein Reinfall par excellence. Müssen wir jetzt gegen Charlton Athletic besser machen? So, sehen jetzt hier die nächste Partie. Sheffield Wednesday gegen Blackburn. So, gucken wir gleich mal, wie das ausfällt. Wir sehen hier Derby Italia 4-0 Erfolg. Blackburn 1-0 Sieg. Bericht über Charlton. Können wir ruhig machen, diese Standardsituation ausführen. Weil wir sind eigentlich, man muss es schon sagen, eigentlich gut gewesen. Also die 2-0 Führung hätte ich da von Anfang an eigentlich auf Verteidigen setzen müssen. Aber ich hatte das Vertrauen in meine Mannschaft, dass sie das schaffen kann, das Ergebnis zu halten. War aber leider nicht drin. Und dann war das Spiel leider zu unberechenhaft. Lässt es zu, dass der Gegner hier noch die entscheidenden Tore macht und dann war es das einfach. Soll das Flügelspiel regelmäßig praktizieren? So, gehen wir mal weiter. Unsere U18 spielt gegen die Cardiff Youth Cans. Boca Juniors unterliegen hier Sporting Cristal mit 0-1. Jones steigt wieder ins Training ein, auch nicht schlecht. Und medizinischer Bericht zu Peter Whittingham, der sich jetzt verletzt hat. Lass mal den Physio ran, ist natürlich bitter jetzt. Verfügbare von unserer Mannschaft? Nee, das schicken wir niemanden. Weil wir brauchen schon alle Mann, die wir im Kader haben. Das ist halt, wie gesagt, ärgerlich. Reading gegen Brighton in the Hove Albion. Al-Ahli zuversichtlich vor dem Spiel gegen Al-Merrikh. Das ist eine Mannschaft aus dem Sudan. Cardiff trifft auf Charlton Athletic. Cardiff City konnte in der Liga 3 der letzten 5 Heimspiele gewinnen. Der Cardiff City kann auf den 10. Platz springen und der Verein wird hoffen, damit den Huddersfield Town zu überholen. Werden wir sehen. Ich hoffe es natürlich, dass wir es schaffen gegen den Tabellen 20. Aber wir haben gesehen, gegen den Tabellen 24. haben wir nach einer 2-0-Führung noch 2-2 gespielt. Also man sollte hier niemanden unterschätzen. Cardiffs potenziellen Nachwuchsspieler 1-1 gegen Cardiff, Dingser. Empfohlenen Spielern Kredit. Die Jugendkandidaten werden im Verein bleiben und weiterhin mit der Jugendmannschaft trainieren, bis ihre Probetrainingsverträge ausgelaufen sind. Nachdem er heute empfiehlt, ihr Jugendabteilungsleiter James McCarthy zumindest folgenden Spieler für ihre Jugendmannschaft zu verpflichten. Sollen sie mal Verträge anbieten? Und dann gehen wir gleich hier rein in die Partie gegen Charlton Athletic bei uns zu Hause im Cardiff City Stadium. Und dann hoffen wir doch einfach, dass es jetzt besser wird. Jugendspielerkandidaten unter Vertrag genommen.
Und dann können wir hier weitergehen. Die reifere Spielanlage führte zum Sieg in der Partie zwischen Reading und Brighton and Hove Albion. Und wir müssen, wie gesagt, heute nochmal gefühlt 180% mehr geben. Aber unter Statistikern geht es nicht. Man darf nur 100% bzw. unter 100% irgendwas angeben. Zumindest die Aussage von meinem Professor. Fabio möchte Angelegenheiten unterhalten, Wechsel zu Hull City. Young schlägt vor, sich Fabio in diesem Punkt mit einem Tonfall anzunähern, der vorsichtig ist. Eigentlich möchte ich sie nicht verkaufen. Ich verstehe ihre Gründe. Ich verstehe, dass ihr Herz daran hängt. Wenn der Hull City AFC am Ende der Saison noch Interesse hat, werde ich sie gehen lassen. Ich kann nicht so lange warten und ich kann es einfach nicht riskieren, dass der Hull City das Interesse verliert und aussteigt. Ich merke, nee, tut mir leid, aber die Bedürfnisse des Teams gehen vor. Sie gehen nirgendwo hin und werden für absehbare Zeit mit der Jugend trainieren. Nee, so hart bin ich nicht. Es liegt nicht mal ein Angebot auf dem Tisch und sie kommen so. Ich bin nicht vollständig mit ihrer Handlungsweise zufrieden. Oh. Auch Fabio. Ich wollte dich eigentlich loben, weil du wirklich gut gespielt hast zuletzt. Aber so kann ich dich natürlich auch angehen. Danke, das freut mich. Kann ich ihm noch irgendwas sagen? Vielleicht verhalten oder so? Wieder eine Pause geben. Oh Mann, ich muss mit ihm noch ein bisschen besser reden. Weil so katapultiert er sich bei mir ins Aus. Kenwyne Jones kann jetzt zumindest mal einen Kader. Verein interessiert am McElhaney. Und dann gehen wir dann gleich rein hier in die Partie. Wo wir hoffen, dass wir, wie gesagt, dieses Mal gewinnen. Aber gegen Charlton muss es jetzt dieses Mal einfach drin sein. Sehen hier Raisting gegen Unterhaching in der Bayernliga Süd. Ist, glaubt, die fünfte Liga oder so. Sehen hier die Partien. Und müssen heute auf jeden Fall deutlich mehr investieren, als wir es jetzt in der vergangenen Partie gemacht haben, wo wir ja eigentlich auch wirklich gut waren. Halt, wie gesagt, Pech gehabt haben. In der zweiten Halbzeit, wo wir dann einfach das Spiel aus der Hand gegeben haben und dadurch auf jeden Fall verloren haben, was ja nicht so gut war. Also aus 3 Punkten nur einen geholt haben. Wir sind zumindest ungeschlagen, das muss man auch mal sagen. So. Ich habe Vertrauen in euch. Habe Vertrauen in euch. Habe Vertrauen in sie und dann Abmarsch. In die zweite Partie gegen Charlton Athletic. Sagen hier sehr aggressiv. Konzentration. Eagles. Auf Vertukele. Und Amon Darian mit dem Foul. Hat aber keine Karte dafür gesehen. Jetzt der Freistoß für Charlton Athletic. Der nix war. Und Mayone mit der ersten Einwurf. Pickington, der komischerweise spielt. Ach, Whittingham war ja verletzt, nicht Pickington. Gunnarsson auf Rawls. Er auf Pickington, wieder auf Rawls. Er auf Gunnarsson. Gunnarsson auf Mason. Mason auf Non. Er nach außen auf Fabio. Auf Non. Mason abgeblockt. Und Vertukele hat den Ball. Cardiff fällt zurück auf 12. Das heißt, ein Konkurrent hat uns überholt. So, Marshall mit dem Ball nach vorne. Und Vertukele hat den Ball.
Oh, Diarra. Was macht der? Spielt auf Eagles. Oh, Marshall hat den Ball. Huddersfield Town 1-0, Watford 1-0, Nottingham Forest 1-0 und wir dümpeln hier noch. Am Mondarian auf Rawls, Rawls auf Macheda, Macheda auf Non. Komm schon an. Pickington, Glanzparade. Henderson gibt die Ecke. Ben Heim, der Israeli, klärt hier. Fabio auf Rawls, Mason. Mason auf Macheda, abgeblockt. Gibt den Einwurf für Gunnarsson. Setzt wieder zum langen Einwurf ein. Macheda auf Pickington, abgeblockt, Ecke. Morrison deutlich neben das Tor. So, Gomez. Und unser Mann wirklich gut dazwischen. Derby County 1-0 gegen Birmingham City in Front. Henderson auf BK Amugu. Auf Gomez. Gomez auf Gudmundsson. Gudmundsson nach innen. Und Marshall mit dem Ball. Wirft ihn erstmal ab auf Rawls. Rawls auf Amon da rein. Auf Maione, Maione auf Rawls. Rawls wieder zurück. Oh Mann, Kapitalfehler. Wäre Tokele. Aber unsere Verteidiger retten da 1A mit Sternchen. Mason. Gut rübergesteckt auf Macheda. Mason. Mason auf Rawls, Rawls versucht's aus der Distanz, aber knapp neben das Tor. Und Veto Kehle im Abseits von Charlton. Watford mit dem 2-0, Juan Carlos Paredes mit dem Treffer. So, dann gehen wir mal rein in die Pause. Leider nur ein 0-0 hier gegen Charlton. Aber wir sind bis dato wirklich ganz gut unterwegs, muss man schon sagen. Machen wir es so wie beim letzten Mal. Ihr habt wirklich eine gute Leistung bislang gezeigt, aber Pech gehabt bis dato. Von daher gucken wir da jetzt einfach, aber ich werde Macheda jetzt erstmal rausnehmen. Der ist noch nicht ganz da, würde ich sagen. Hat eine 6,8 jetzt in der Bewertung. Aber trotzdem wird jetzt erstmal Majuka reinkommen. Und dann gehen wir rein in die zweiten 45 Minuten hier in Cardiff. Sagen unseren Jungs mal wieder sehr aggressiv Konzentration. Und Non. Oh, zu weit nach vorne gelegt, würde ich mal sagen. Und damit ist die Chance schon früh vorbei. Morrison zurückgelegt auf Marshall. Er erstmal mit dem Ball auf Morrison. Morrison nach außen auf Pickington. Er mit der Flanke mal Juka. Aber er stand im Abseits. Der Mann aus Sambia. Am Mondarin hat einen Schlag abbekommen. Fulle mit dem 1-1 gegen Bornemaus. Und bis dato kommt hier wirklich gar nichts an. Das ist fahrlässig. Das ist einfach nur fahrlässig. Wie man so agieren kann, ich verstehe es echt nicht. Kann Kane Wynn-Jones irgendwas vorne halt? Wir hatten ja gesagt, Majuka kann außen ran. Dann wird er jetzt außen ran kommen und Ken Wynn-Jones wird dann reinkommen.
Canf, Wine. So, nochmal rein. Das war jetzt gerade irgendwie ein bisschen komisch angezeigt. Mayuka nach außen und Kenwyn Jones in den Sturm. Ah, doch nicht so, Mann. So, genau so möchte ich das haben. Vorsichtig. Ich habe Vertrauen in sie. Und dann gucken wir jetzt einfach. So, Non Jones, puh. Gute erste Möglichkeit hier für Kenwyn Jones nach dessen Verletzung. Brian Ruiz mit einem Tor, Solly auf Boyens. Er auf Cousins, Cousin auf Last, auf Diarra, Andy Johnson, Gunnarsson, Morrison. Gunnarsson, Mason. Nach außen auf Non. Nach innen Mayuka, da ist es 1-0. Klettern zurück auf 11. So stelle ich mir das vor, perfekt gemacht. Perfekte Vorarbeit. Und jetzt habe ich das Vertrauen eh aufgegeben. Wir werden hier auf Verteidigen umstellen, weil ich habe dieses Mal keine Lust zu verlieren. Melono komplett daneben. Und Alou Diarra ist verletzt vom Gegner. War mal ein Spieler, der früher bei Bayern München in der Jugend war, dort sich aber nicht durchsetzen konnte. Und dann über Bordeaux nach England kam, glaube ich. Jetzt kommt noch Adeyemi rein. Ich hab's doch angehalten, dachte ich. Warum läuft es dann trotzdem? Lepoint auf Johnson. Und Marshall hat den Ball. So, jetzt der Wechsel von Tom Adeyemi, der reinkommt für Jory Wolves. So, Henderson nochmal mit dem Ball nach vorne. Wir kommen zuerst an den Ball. Mason auf Mayuka. Oh Mann, zu weit vorgestreckt. Gunnarsson verliert gegen Andy Johnson. Das ist eigentlich fahrlässig. Lepoint. Und Marshall hat den Ball. So, 3 Minuten Nachspielzeit hier in Cardiff. Und wir können es wohl das 1-0 über die Zeit retten dieses Mal. Vertukele auf BK Amoru, auf Johnson, dann die Partie um. 1-0 Sieg gegen den Tabellen 20. Charlton Athletic. Hätte wahrscheinlich von den Statistiken her höher ausfallen müssen. Deutlich, aber naja. Hauptsache gewonnen. Wie es am Ende zustande gekommen ist, ist ja völlig zweitrangig. Sehen's hier. Sind Tabellen 11. 54 Punkte, haben nur 3 Punkte Rückstand auf Sheffield Wednesday, also ist alles hier knapp bemessen. Haben wirklich bei einem nächsten Erfolgserlebnis die Möglichkeit, da nach oben zu kommen. Und können jetzt wirklich mit der gezeigten Leistung wirklich zufrieden sein. Die Ergebnisse: Bolton Wanderers gewinnt 6:2 gegen Blackburn. Blackpool Sheffield Wednesday 0:0. Cardiff gegen Charlton, wie gesehen, 1:0. Derby County Birmingham City 1:1. Fulham 4:1 gegen Bournemouth. Huddersfield Town 2:1 gegen Rotherham. Brentford 1:0 gegen Ipswich Town. Norwich City 2:1 gegen Millwall. Nottingham Forest mit dem 2:0. Und Watford mit dem 2:0 gegen Wolverhampton. Cardiff City fegt Charlton Athletic souverän vom Platz. Al-Ahly gewinnt da und die Übersicht vom Samstag. Und ich denke mal, wir arbeiten uns hier vor. Ich weiß, die Folge wird jetzt dadurch wirklich länger und länger und länger, aber
Wir machen das jetzt hier von Spiel zu Spiel, nicht so TBM, der dann einfach abbricht, 4 Tage vorsimuliert und sagt, hallo, das und das ist jetzt passiert, dies und dies ist passiert, wir haben den und den geholt und so weiter und so fort, ohne dass man das als Zuschauer irgendwie nicht mitbekommt, was wirklich passiert ist. Und gerade diesen Effekt, den möchte ich hier auf jeden Fall in meinem LP unterbinden. Habt ihr zwar so im Inter Mailand LP mal angerissen, ob das so eine Möglichkeit auch für uns wäre, aber die Mehrheit hatte gesagt, nein, du hast deinen eigenen Stil und führe den weiterhin fort. Und genau das werde ich auch tun. Zehn Siminge unterschreibt Vorvertrag, Moore, Cook, Zverotic, Whelan, dann sehen wir die zweite Liga, Nürnberg, Bochum 0-0. Dann Arche Auxerre, die in der Realität im Coupe de France im Finale stehen. Gewinnen hier 3-1. Wiel gegen Schaffhausen 1-1 unentschieden in der Challenge. In der Challenge League, glaube ich, in der zweiten Liga von der Schweiz. Dann der Serie B, Livorno, die 1-0 unterliegen. Wigan gegen Leeds United ist die Eröffnung hier des nächsten Spieltags. Spieler für die Nationalmannschaft abberufen ist Ken Wyne-Jones. Bericht zu Titiane Baldé, Knöchelbruch, Gottes Willen. Gute Besserung. 11. der Woche sind ein paar Rostocker drin. Oh, Schuhen ist drin. Also seitdem ich da weg bin, läuft's. Keine Ahnung wieso, aber naja. Hartlepool will Kennedy-Leihvertrag verlängern. Das ist ja dieses Emergency Loan. 20% kann man das nicht versuchen, hier auf 50 zu erhöhen. Weil wir brauchen schon ein bisschen Kohle. Wigan gewinnt 1-0 durch das Tor von Weghorn gegen Leeds United. Und wir haben es ja gleich geschafft, sind noch 3 Tage, dann geht's los gegen Brentford. Und ist dann der Auftakt für die kommenden Folgen am Samstag in einer Woche. Wäre, glaube ich, 31.1. Müsste dann der 6. Juni oder so sein. Werde ich dann aber erwähnen, wenn ich das Ganze aufnehme. Sehen hier die Libertadores. Guarani unterliegt hier 1-4 Estudiantes de la Plata. Dann die U20 African Cup of Nations Südafrika-Tunesien 0-0. UEFA Europa League, Monaco Everton 2-3, Inter Mailand 3-0 gegen Twente, Podolski mit einem Doppelpack. Chelsea gegen West Bromwich 2-1. Premier League ist in reichbarer Nähe, also wir sind gut unterwegs bis dato. Hartlepool zieht Leihangebot zurück. Kommt er damit dann zurück, oder wie? Young informiert sie über Training und Markussen muss auf Trainerschein warten. Er hat es bisher versäumt, die Fußballerlizenz zu erhalten. Hoffentlich schafft er es. Aber ich denke mal schon, dass er es hinbekommen müsste. Walsall schließt Leihe von Dunn ab. Plymouth Angle für Harrop. Und wir haben es dann gleich geschafft gegen Brentford und gegen Bournemouth. Also es wird nicht einfach. Aber das werden alle Spieler hier nicht. Und dann haben wir es geschafft, sind am Spieltag angekommen. Und dann würde ich doch mal sagen, können wir die Folge hier beenden. Gegen Rotherham leider ein 2-2 unentschieden. Das Spiel gegen Charlton wirklich positiv gestaltet mit einem 1-0 durch das goldene Tor von unserem Mann. Ich habe hier nicht weiter gedrückt. Deswegen würde ich doch mal sagen, beenden wir die Folge an der Stelle. Melde mich dann in der kommenden Woche wieder mit Cardiff City und dann sehen wir uns da wieder. Bis dahin, macht es gut. Euer Sphinx Mido und Servus.